Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute zeige ich wieder mal, wie ich was aufnehme. Nur ist es jetzt nicht mehr der Videograbber, sondern es ist jetzt ein HD-PVR. Er steht hier, ich habe ihn schon rumgedreht. Die Einzelheiten sind eigentlich diese Dinger hier. Das sind die Komponenteneingänge und Ausgänge. Hier, das ist der optische Eingang und der optische Ausgang. Hier ist der Blaster, das ist eine Verstärkung des Audios. Hier der USB-Eingang und hier die Stromversorgung. Auf der Vorderseite ist halt der Power-Button, ein S-Video-Eingang, ein gelber Video-Eingang, ein weißer Audio- und roter Audio-Eingang. So, was braucht man für das Ding? Ich habe jetzt eine PS3, die steht wie vorher die Xbox da unten. Und ja. Man braucht zuerst mal das USB-Kabel vom HDPVR. Das geht auf normales USB 2.0 und geht von hier USB 1.0 oder was auch immer das ist, aus. Zudem braucht man ein Komponentenkabel mit 5 Anschlüssen und das geht bei der PS3 auf ein normales PS3-Kabel. So, jetzt werden wir das Ganze installieren und ich habe da hinten wenig Platz. Und ja, deswegen sehen wir uns gleich wieder. So Leute, jetzt sind wir auch schon auf der anderen Seite meines Schreibtisches. Und ja, hier unten sehen wir den ganzen Kabelsalat darunter. Und hier ist der HDPVR. So, ich bück mich jetzt mal kurz und dann sehen wir das hier, eventuell. Hier unten, man sieht es jetzt schlecht, die dünneren Kabel. Das sind die, die jetzt hier von der PS3 ausgehen. Von hier dem Kabel. Von hier dem Kabel. Von dem hier. Geht das hier runter. Und da hinten verschwindet es irgendwo und kommt dann hier wieder hoch. Und die weißen, beziehungsweise teilweise schwarzen Kabel, die hier dicker werden, die gehen an den Fernseher. Der war beim HDPVR dabei. Und ja. Ich habe es jetzt hier auch an den Mac schon angeschlossen. Das ist dieses Teil hier. Das ist ein ganz normaler USB-Eingang. Und ja. Wer jetzt, wie ich, hier noch eine Anlage hat, also Box und bla, der kann die anschließen am HDPVR, damit das Signal nicht an den Fernseher kommt, sondern an eure Anlage. Dafür braucht ihr einfach zwei Cinch-Kabel und die muss ich hier unten holen. Ich hatte nur noch so Dreierteil, das lang genug war. Und dann kann man die hier mit den zwei Dingern hier vertauschen, hier rot und hier weiß, dann kann man die hier reinstecken. Hier und dann hinten an eure Anlage und dann habt ihr den Boom, entsprechenden Sound. So, nun ist mein Akku auch schon fast leer, aber das ist mir jetzt gerade egal. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an und ich gehe gerade an den PC und jo. So, jetzt sind wir hier auch am PC und der HDPVR ist an, die Stromversorgung steht und ja, für die Mac-Benutzer. Ihr braucht das Programm. Es nennt sich iTV, ist von Elgato und kostet, glaube ich, 80 Euro. Ich kann jetzt nicht gucken gehen, weil mein Internet gerade langsam ist, weil ich hier Portal Einzug lade. Und ja, ich meine, es kostet 80 Euro, aber es rentiert sich total. Und ja, jetzt gucken wir uns das Programm mal an. Und wir sehen schon unseren Bildschirm hier. Es ist ein bisschen verzögert, also ich drücke jetzt und es kommt ein bisschen später, aber ich spiele dann die meiste Zeit über den Fernseher, weil es da ganz normal kommt. Das liegt halt an der USB-Übertragung, die ein bisschen langsamer ist. Da fände ich, dass der HDPVR einen FireWire-Eingang verdient hätte, der dann etwas schneller funktionieren würde. Und ja. Für die, die mich adden möchten, ich heiße Freak, also groß F, Reek, minus Unlimited, alles klein. Und der Name ist eigentlich total scheiße, aber mir ist kein besserer eingefallen. Und ja, es dauert jetzt ein bisschen länger, bis es angemeldet ist. Und ja, jetzt sehen wir hier, wir sind angemeldet und ich habe schon eine neue Nachricht. Die gucke ich gerade noch. Und dann Freundschaftsanfrage senden. Ja, nehmen wir mal an. Und gut.
Das reicht dann erstmal. Wir gehen hier raus, minimieren und drücken hier mal auf Stopp und sehen schon die erste Eigenschaft von unserem Elgato ITV. Wir können nämlich komplett hier zurückdrehen und das ist ein Buffer oder ein Buffer, wie auch immer ihr sagen möchtet. Und dann können wir direkt eine Live-Aufnahme machen. Dann gehen wir vom ersten Punkt aus, drücken hier auf die Aufnahme und gehen dann bis zum Schluss. Also muss man sich zwischendrin alles nicht mal angucken, weil es das dann automatisch macht. Gut, brauchen jetzt unsere PS3 nicht mehr. Ich gehe jetzt nur noch auf die näheren Funktionen ein. Und ich hoffe, ah ja, genau. Ich muss ja wieder ganz nach vorne gehen. System ausschalten. Ausschalten, ja. Gut. So viel dazu. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr und müssen auf Fenster und Steuerung ausblenden und gehen hier auf die Programme. So, ich habe hier etwas schon aufgenommen, das ist jetzt aber unwichtig. Das sind so ein paar Aufnahmen, was ist denn das gewesen? Hier ein Spiel von mir. Und ja, so, nun die Einstellungen. Bei den Allgemeineinstellungen kann man hier halt einstellen, dass das ITV sich direkt beim Anschluss des Gerätes öffnet. Das heißt nicht, dass ihr, wenn ihr euren HDP-Feuer einschaltet, sich direkt das Teil öffnet, sondern nur, wenn der das USB-Kabel rausgenommen wurde und wieder reingemacht wird, dass dann erst ITV startet. Und was ich unbedingt sagen muss, der HDP-VR geht bei Mac-Usern. Nicht, da geht nicht jeder. Ihr braucht den von Haupitch. Hier steht's. Ich scroll mal ein bisschen ran. Der Haupitch HDP-VR, der kostet, glaube ich, rund 170 Euro. Und ja, bei eurer PS3 müsst ihr dann bei den Einstellungen, ihr müsst dann wechseln, logischerweise von HDMI auf diese Komponentenkabel und müsst dann 1080i auswählen. Das ist das, was der HDPVR Maximum unterstützt. Das liegt dann rund bei 720p, ein bisschen zwischen 1080 und zwischen 720p. Und ja, gut. So viel dazu. Bei Aufnahme können wir hier unsere Timeshift-Puffer, das ist diese Zwischenspeicheranlage, was man vorhin gesehen hat, wenn ich auf Stopp drücke, dass ich hin und her wechseln kann, einstellen. Ich habe es jetzt bei 10 GB. Und ja, wo genau das gespeichert werden soll, das habe ich normal auf meiner externen Festplatte, aber die ist jetzt nicht angeschlossen, deswegen ist das dann halt auf dem PC. Steuerung ist unwichtig, EPG auch, außer ihr möchtet halt Fernsehen drüber gucken, das kann man auch machen, weiß ich jetzt aber nicht wie. So, Overscan würde ich empfehlen, weil es manchmal sein kann, dass ihr dann einen schwarzen Rand bekommt. Und ja, es ist einfach besser. Vollbild normal, den würde ich nicht empfehlen, weil es dazu Verzerrungen kommen kann. Jo. Das Deinterlace, das dient der Stabilität eures Bildes. Ich kann da nur die Standardwerte nehmen, weil mein Mac halt nicht so besonders leistungsstark ist. Wer jetzt irgendwie einen Mac Pro oder sowas hat, der sollte das natürlich extremst hochstellen. Der sollte bei HDTV natürlich auch Progressive Scan stellen. Aber nähere Informationen stehen halt immer bei den einzelnen Angaben. Gut. Vollbild ist halt klar. Die Einstellung von Elgato, also von dem Programm, wie es halt starten soll. Freigabe nach Wahl. Hier kann man dann halt noch per App auf die Archive zugreifen. Der Ton, System-Audio-Ausgabe, ganz normal. Man kann dann halt noch einstellen, ob es über das Headset kommt oder über die Lautsprecher, wie auch immer. Gerät ist klar und dann kann man hier noch einen Sicherheitsschutz für die Kinder oder was auch immer machen. Und ja, das war es eigentlich von den Einstellungen und ja. Nun für die Windows-Nutzer. Ich selbst habe kein Windows. Also ich habe Windows, aber ich habe es da nicht installiert, weil ich das total unnötig finde. Bei dem HDPVR liegt eine Software bei. Die Software, ja, die Software ist ein bisschen schwerer zu nutzen wie
Elgato hier, man hat nur einen kleinen Bildschirm und nebendran sind ein Haufen Settings, aber ich meine, man kann dann auch auf dem PC, auf dem Fernseher spielen und kann das nebenbei mitlaufen lassen. Dazu müsstet ihr ein anderes Tutorial sehen. Und ja, für das Portal-Intro, hier ohne Ton, zeige ich vielleicht noch ein Intro. Den Cube habe ich nicht selbst entworfen. Das habe ich auch von einem YouTuber. Der hat dazu ein 25-minütiges Tutorial auf Englisch, glaube ich, gemacht. Und das werde ich dann wahrscheinlich noch näher erklären und zum Teil auch übersetzen, weil die meisten, also viele Leute können halt kein Englisch, beziehungsweise sie können es, aber sind zu faul. Und ja, insofern dazu. Und ja, was braucht man noch? Man braucht eigentlich sonst nichts, sofern ich das jetzt noch weiß. Euer Fernseher sollte halt auch Komponenten unterstützen, weil es euch sonst gar nichts nützt. Dann könnt ihr nicht auf dem Fernseher spülen und habt auf dem PC eine scheiß Übertragung und das ist nicht das Gelbe vom Ei. Ich würde es euch nicht empfehlen. Also, ihr braucht einen Fernseher, der hat die entsprechenden Eingänge. Ihr braucht einen PC, Mac. Für Mac halt das Programm hier. Und ja. Das war's soweit. Hier oben gibt es halt noch die Funktion, dass man es direkt brennt, auf iPod konvertiert, auf iPad konvertiert, einfach wiedergeben und Infos dazu sammeln. Ja, das war's eigentlich soweit. Und wer noch Fragen hat und mich auf PSN adden möchte, schreibt mich an oder lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja. Man sieht sich dann im nächsten Vlog oder Let's Play. Gut, haut rein, Leute. Ciao.